Heute lassen wir wieder 100 Spieler in derselben Stadt bzw. am selben Ort landen. Das Ganze wird auf 3 Runden aufgeteilt. Die erste Runde ist so ein bisschen zum Aufwärmen in der Unterwelt. Die zweite Runde ist wieder mal komplett respektlos. Und zwar müssen alle 100 Spieler auf der Statue landen. Das ist wirklich eine komplett verrückte Runde gewesen. Und die dritte Runde ist wieder mal ein geheimer Spot, den ihr dann später seht. Wenn euch so Format da gefallen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und 90% haben abonniert, deswegen gerne jetzt auf den Knopf drücken. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an, weil es war wirklich sehr, sehr spannend. Und dann würde ich sagen, rein ins Video. Viel Spaß. Runde Nummer 1, es geht für die 100 Spieler, beziehungsweise für die 70 Spieler oder 75 Spieler in die Unterwelt nach Underworld. Wir sehen 72 Leute, sind jetzt hier alle beim Spot, hier geht's komplett ab, die ist komplett wieder eskalieren, wir bleiben drauf. Letzter Spieler, der hier lebt, gewinnt die erste Runde. 71 Leute nur noch am Leben und hier muss Loot gesammelt werden. Ich weiß nicht, ob auf dem Spot so viel Loot ist. Ich bin jetzt auch nicht so lange hier, so oft hier gelandet. Was haben wir hier? Was? Oh, der wird abgecampt. Oh, da ist ein Pump. Was sehe ich hier? Hallo, töte ihn. Oh mein Gott, er schafft's nicht. Okay. Wir gehen hier rüber. Hier wird ein bisschen geschwommen. Oh, das Wasser ist richtig stark. Das Wasser ist gut. Fragger-Banane hier jetzt auch schon ein bisschen am Looten. Also wer hier Early-Waffen findet, hat gut. Ein Vorteil, aber irgendwie gibt es einen Replay-Bug. Ich sehe die Waffen von den Leuten im Inventar nicht. Okay. Dann muss ich einfach nur darauf achten, dass die vier Waffen einfach in der Hand haben. Es sind schon 20 Leute gestorben. Also, wie gesagt, erste Runde ist so ein bisschen zum Aufwärmen. Deswegen ist der Spot auch verhältnismäßig groß. Damit die Leute so ein bisschen reinkommen und so ein bisschen checken, was es hier geht. Aber wir sehen hier, der Adler wird gezückt. Okay. Okay. Stirbt aber gegen das Tier 707. 5 Leute noch am Leben. Ist jetzt hier im Highground oben. Japaner mit Katze jetzt hier unten im, weiß nicht, kanalisationsmäßig irgendwo. Oh, Ronaldo, 7 HP. 25 HP. Das Wasser ist wirklich stark. Fragger Banane campt jetzt hier im Right Peak drin, ist auch sehr schlau. Also ein paar Leute sind so außen rum. Freunde, bitte. Oh, schade. Freunde, bitte alle dahin gehen. Das hier ist ein bisschen Quatsch. Einziger Stau, Grimgate ist Quatschspot. Ganz verquatscht, ganz verquatscht. Nur die Unterwelt zählt. Okay, hier werden sich schon einige Boxen sogar gebaut. Das ist sogar wirklich schlau. Und wir sehen sogar, die erste Zone ist nicht in Underworld so wirklich drin. Oh, das ist ein spannendes Game. Das heißt, es wird auch ein sehr schnelles Game. Das Problem ist, wir sehen leider nicht, wer wie viel Greenlife hat. Das macht es wieder ein bisschen quatschig. Ich würde gerne sehen, wie viel Greenlife die Leute haben. Das ist einfach ein Fortnite-Bug. Schade. Was haben wir hier? Locker Jojo. Oh, gibt einen 50er-Pump und... Ah, den Pump musst du treffen. Schnapp ihn dir. Gegner ist C-Spawn, schade. 37 Leute noch am Leben. Mehr als die Hälfte ist schon tot. Aber die meisten teilen sich willig im Wasser auf, was auch sehr schlau ist. Oh, was sehe ich hier? Der ist im Wasserfall drin. Okay, mal schauen, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil. In 9 Sekunden beginnt die erste Zone zu move und dann wird schon wieder interessant. Die Leute müssen hier move. Oh, TikTok auch noch dabei. Sehr gut. Chano FN ist jetzt hier im Rumfliegen. Wir können wieder mal einen Fight sehen. Geiler Skin aber. Ich finde, das ist einer der besten Battle Pass Skins. Boah, sehr geiles Versteck. Weil wir jetzt diesen Epic Games Bug haben, wird es sogar für mich oder beziehungsweise für die YouTube-Zuschauer noch spannender, weil man jetzt wirklich gar keinen Überblick hat, wer die Runde gewinnen könnte, wer am meisten Green Life hat. Aber was ich... Das war auch ziemlich lost. Ich wollte gerade sagen, aber was ich hundertprozentig sagen kann, ist, dass Tonika so wahrscheinlich das Match nicht gewinnen wird mit seinen 5 HP. Also Tonika, falls du Stream aufmachst, du brauchst ein bisschen Green Life. Nämlich ganz schnell. Also wirklich ganz schnell. Oh, hier wird auch ein bisschen Baum gekämpft. Sehr schlau. Hier wird noch ein bisschen rumgeschwommen. Das Auto ist komplett versenkt worden. Das geht leider nicht mehr. Oh, und TikTok holt sich die Bots. Ist das schlau, was er macht? Bringt die Münze hier drin irgendwas? Ich glaube nämlich nicht, oder? Oder bringt die gerade irgendeinen Vorteil, den ich gerade übersehe? Oh, Elias hier. Wave Moritz vor ihm. 30 HP. Wenn Elias das wüsste, würde er, glaube ich, komplett reinschießen. Oh. Probiert hier was? Gegner sehr, sehr low. Einmal hinten, der ist tot. Oh, keine Muni mehr drin. Der läuft genau jetzt weg. Oh, pro Kill 50 HP. Wir bleiben auf TikTok drauf. Die Zone ist da. Okay, wir haben... man sieht zwar nicht, weil es ein Creative-Bug ist, aber wir sind Outzone. Man sieht es hier in der Zone. Die Hälfte der Stadt ist jetzt schon Outzone. Jetzt wird schon spannend. Aber TikTok probiert sich hier gerade jetzt die Münze zu holen. Und wenn er das schaffen sollte, bekommt er 50 HP pro Kill, was ein riesiger Vorteil ist. So, wir gehen in die Zone rein. Was geht in der Zone ab? Wir sehen hier, Fragger-Banane stirbt an Locker Jojo mit seinem dritten Kill jetzt schon. 24 Leute noch am Leben. Probiert ihr den nächsten Full zu piecen. Alter, Locker Jojo. Das war gut. Wir haben noch 56 Sekunden. Dann move die Zone komplett aus der Underworld raus. Und dann geht's wirklich drauf, wer hier am meisten Greenlife hat. Oh, Fabi King. Zeig's mir. Sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht. Oh, wir sind in der nächsten Fight. Mini Mastash. Der muss was. Da will ich was sehen. Wer sich Mini Mastash in-game nennt, der muss gut sein. Ja, poppt sich ein paar Bands. Okay, okay. Sieht aber soweit erstmal nichts. Hier wird auch noch ein bisschen gecampt. Das Tier auch noch im Storm drin. Probiert ihr gegen TikTok zu fighten? Ich glaube, TikTok hat mittlerweile die Münze, oder? Kann es sein? Und baut sich jetzt oben ein. Geht komplett auf Highground oben, okay. Nee, der Bot lebt noch. Der Bot lebt immer noch. Es hat noch niemand geschafft, den Bot zu töten. Okay, das ist interessant, aber sie kämpfen auf jeden Fall noch. Oh, und TikTok hatte gleich vielleicht ein Problem. Wird von dem Gegner und von dem Bot angegriffen, aber er hat die Münze. Jetzt hat TikTok die Münze und das könnte der größte Vorteil sein, den er in der kompletten Lobby hat. Jeder Kill 50 HP. Jungs, das ist nicht mal ganz Zone hier. Das ist nicht mehr Underworld da hinten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, Elias ist auch 13 AP. Also die Leute poppen hier ein bisschen Green Life. Aber die Frage ist halt, wie viel haben sie? Lord Mario ist ja auch im Fighten gegen TikTok. Oh, Mist, sein Pump. Das war's mit
Lob Mario. Das war's mit Lob Mario. Tic-Tac holt sich den nächsten Kill. Und wegen diesem Kill bekommt Tic-Tac 50 HP dazu. Tic-Tac ist mein Favorit hier. Nächster Gegner direkt da. Wir bleiben auf Tic-Tac drauf. Nevermind. Das hier ist an Zone gestorben. Tic-Tac ist allein dort. Wir sind in einer Top-6-Situation. Top-6-Situation. OV2 Elias lebt noch. Gegen Simon klappt. Der hat sehr wenig Schulenlife und ich. Oh, er hat einen Medkit. Okay, das ist in Ordnung. Slavi A9 probiert es hier rein zu mankieren. Wer den Pump trifft von beiden, gewinnt die Runde. Gewinnt das Match. Schade. Prime ist noch am Leben hier. Mr. Goofy holt sie aber. Prime, der was gerade einen Kill gemacht hat. Und jetzt ist es in der Top 4. Tic-Tac Outzone gegen Elias, gegen Simon, gegen Mr. Goofy. Und ich sehe zwar den Loot nicht, aber ich würde behaupten, Tic-Tac hat mit seiner Medaille den größten Vorteil hier gerade. Ganz ehrlich gesagt. Weil 50 HP pro Kill. Er muss nur probieren, Kills zu farmen. Oh, er probiert sogar. OV2 Elias neben ihm. Das ist ein One-Hit-Typ. Einmal hinten, der ist tot. Das bringt 50 HP. Und er ist wieder voll AP. Ich sag euch, wie es ist. Der gewinnt die Runde. Und Simon ist noch am Leben hier. Oh, Simon, da kann man nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Oh nein. Okay, wir bleiben auf Tic-Tac drauf. 84 AP. Er hat auch generell Greenlife-technisch das meiste AP. Niemand hat so viel AP wie er. Und wenn er jetzt noch einen Kill bekommen würde, wäre er nochmal voll AP. Ich glaube, er kann das gar nicht mehr verlieren. Außer irgendjemand hat wirklich richtig viel Greenlife dabei, was ich gerade nicht sehe. Aber von dem gehe ich jetzt einfach nicht aus. Hat, glaube ich, Steps gesehen von Simon. Er sieht die Steps. Er sieht die Steps. Er misst seinen Pump. Und holt sich seinen Kill. Mr. Goofy im 1 gegen 1 gegen Tic-Tac. 18 AP. Und er tanzt. Das heißt, er hat keinen Greenlife mehr. Oder trollt er? Trollt oder hat er keinen Greenlife mehr? Ich glaube, er hat keins mehr, oder? Nee, das war's. Das war's. 3, 2, 1 und tschüss. Und somit gewinnt Tic-Tac die erste Runde in der Unterwelt. GG's und ich würde sagen, wir gehen sofort rein in die zweite Runde und die wird die Leute so ein bisschen mehr brechen. Runde Nummer 2, diesmal wird es komplett verrückt und zwar lassen wir alle 100 Spieler auf der Statue landen, die beim Mount Olympus neu ins Spiel reingekommen ist. Und ihr seht schon, die Leute kommen hier in einer Flucht angeflogen. Bis auf einen, wer ist das hier? Tim will win. Gut, mach dein Ding. Die anderen halten sich alle sehr gut dran. Und jetzt wird es hier, glaube ich, also das... Wir haben dieses Format jetzt schon zum dritten Mal heute. Und ich glaube, das hier könnte jetzt dafür sorgen, dass der Server crasht. 100 Leute auf so einer kleinen Fläche. Ich weiß nicht, was da jetzt passieren wird. Ich habe gerade eben schon gesagt, da oben ist, glaube ich, meines Wissens her kein Loot. Das heißt, jeder muss Pickaxe spielen, Slide kicken, irgendwie weglaufen, klettern, keine Ahnung was. Ganz verrückt, ganz, ganz verrückt. Aber wir hatten auch einen sehr langen Job, deswegen kann es sein, dass wir ein paar Leute den Job verkackt haben, was auch gerade so aussieht. Aber Freunde, wenn ihr den Job verkackt habt, einfach am Berg landen. Machen wir es einfach so. 100 FPS nur noch, oh nein. Oh, ein paar Leute sind richtig hoch. Okay, wir gehen drauf. Erste Person, Locker Jojo. Locker Jojo ist die erste Person, die hier im Flügel landen probiert. Oh mein Gott. Warte mal, zeig mir das in der Drohne. Guck's dir an. Okay, es sind nicht alle Flügel drauf, aber die meisten sind oben drauf. Oh mein Gott. Was geht da ab? Wir müssen da rein. Gameplay. Oh, Jules fallen bei hier oben drauf. Hier werden die ersten Pickelschläge. Oh. Was machen die hier? 20 Leute sind schon tot. Die laufen hier rum. Die probieren jetzt ein bisschen zu dribbeln. Und der erste ist tot. Ich weiß nicht, ob man hier oben drauf bauen kann. Kann man da oben drauf bauen? 60 Leute noch am Leben. Es sind schon 30 Leute gestorben in den ersten 2 Minuten. Oh, die wollen Slidekicken hier. Ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Zweimal Pickaxe hit, nur der ist tot. Wir sehen hier cooler Titan, einfach tot von jemandem mit der Waffe hat. Mean Machine hat eine Waffe. 47 Leute noch am Leben. Und die campen hier alle auf der Medaille oben drauf. Also auf der Statue. Was macht er denn da? Was macht Tim da? Junge, der ist komplett lebensmüde da. Oh, hier sehen wir Pickaxe Fight. Ja, ne, YouTube killt einen. Oh mein Gott. Nächste Pickaxe Fight. 2 killt schon. Oh mein Gott. Er will Tim. Tim gegen Janey. Oh, Alter, was ein Sprung. Still Ente jetzt auch noch oben drauf. Läuft hier auch sehr gut rum. Also Chat, ein paar Leute können hier Waffen haben, weil am Berg sind Waffen. Also direkt neben der Statue ist eine Kiste und da lootet halt logischerweise jeder, wenn man da hinkommt. Deswegen, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wenn jemand unten lootet und dann hochläuft, das finde ich ein bisschen verquatscht. 38 Leute noch am Leben. Oh mein Gott, was machen die hier? Team die? Hey, Jungs, kein Team. Hört auf damit. Nicht Team. Oh, der will den runter editen. Wie toxic. Die sind alle so am Chillen oben, ne? Aber es kann nur einer gewinnen. Die können ruhig so ein bisschen chillen jetzt hier. Ganz oben am Flügel sind 2 am Dancen. Sag mal her. Beide auf den Flügeln oben. Kann man da überhaupt hochkommen? Kann da jetzt noch eine Person hochkommen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da ist man einfach... Landet oben und kommt jetzt nicht mehr hoch. Oh! Einfach gepackstet worden. Und der nächste Fight sofort. Simon will's wissen. Simon klappt, probiert hier den Gegner zu klappen. Aber läuft er wieder weg. 38 Leute noch am Leben. Fabian gegen Liam. Fabian wird gespleeft. Oh mein Gott, fast im Vollnimmisch gestorben. 9 AP nur noch. Da kommt man nicht hoch. Kommst du nicht hoch? Du kommst du nicht hoch, Fabian? Obwohl, er hat Metz. Nee, da kommt man nicht hoch. Da kann man gar nicht bauen. Prime Cares mit dem neuen Killer schon. Oh, Mini-Message wurde auch gesplieft. Kann sich aber noch retten. Simon Klepp will halt sein. Der will das hier verteidigen, ne? 21 Leute noch am Leben. Die meisten haben wirklich nicht mal eine Waffe mit dem Tar. Ja, ein paar Leute cheaten, ich weiß. Aber da kann ich gerade leider nichts dagegen machen. Oh, geiler Sniper, aber. Das kann ich leider gerade nicht ändern, dass hier ein paar Leute cheaten. Wir probieren das Beste. Aber ein paar Leute halten sich halt immer nicht so krass dran. Leider Gottes. Die werden einfach gebannt und machen beim nächsten Mal nicht mehr mit, aber. Okay, 11. Kill. Locker Joey. Und wir sehen, die Zone ist in einer Minute am Kommen. Und dann haben wir ein Problem.
Niklas hier auch noch am Chillen. Lord Mario auch noch am Chillen. Ah, okay. Nico, das ist gar nichts. Nico ist jetzt qualifiziert, das merken wir uns. Lol, die chillen in einer Box gemeinsam. Jungs, wer von euch gerade den Stream offen hat, schlag mal den anderen mit der Pickaxe. Komm. Na komm, wer macht das erstes? Wer macht das erstes? Komm, heuer den bitte jetzt. Komm. Mann, schade. Nicht weinen, nicht weinen. Da ist noch jemand höher. Wer ist denn das da ganz oben? Ah, ist immer noch Jules Fanboy. Okay, er hat ein paar Mets hier. Top 15 jetzt. Ronaldo, hat auch ein paar Kills. Nico! Oh mein Gott, Nico macht von unten. Gut, Nico ist gebannt nach der Runde. Oh mein Gott. Die Zone kommt, das heißt, wir sehen hier gleich, wer das Ganze gewinnt. Der 15. Kill von Prime Crest. Top 8, Minimaster stellt. Nico Anon macht immer noch Kills. Nico Anon, bitte! Oh mein Gott, wirklich. Die werden alle so gebannt nach der Runde. Die checken es einfach nicht. Egal. Wir machen das Beste draus. Top 6. Full Piece, Mr. Goofy. Und? Tot. An Prime Quest. Top 5. Ralfinator, Fragger Banane, Prime Quest, Rapsach. Und das war's. Und Nico Anon probiert sich auch noch einzuschmischen. Prime Quest, hast du Stream offen? Dann fight Nico Anon. Fight ihn da unten. Prime Quest, wenn du sympathisch bist, dann fightest du ihn da unten, weil er hat gegrieft. Geil. Let's go. Schnapp ihn dir, Tiger. Weg mit dem Griefer. Schöner Damage. Zwischendurch gucken wir kurz hier oben. Was sehe ich hier? Was machen denn die hier? Was machen die hier? Was machen die hier? Was machen die hier? Oh! Oh mein Gott, fast runtergefallen. Wer gewinnt den Fight? Wer gewinnt den Fight? Den epischen Pickaxe-Fight. 101 Pickaxe-Fight. Die einzigen beiden, die jetzt hier noch am Leben sind, auf der Statue, glaube ich. Fragger Banane auch am Leben. Prime Quest bitte nicht runterschießen oben. Ralfinator ist in der Zone gestorben. Es ist Rapsach gegen Fragger Banane, der Bandos hat. Und Prime Quest kommt jetzt auch nochmal dazu. Rapsach, du musst aufpassen. Prime Quest kommt hoch zu dir. Oh oh. Quest, geht's dir gut? Ich glaube, Rapsach hat gerade... Also, der hat so viel Glück im Leben. Rapsach, wie sieht's denn aus hinten? Oh, Fragger Banane. 101-101 Situation. Oh mein Gott. Oh, er ist im Wasser gelandet. Was? Oh mein Gott, das Abbauen war richtig toxisch. Aber dass der Wasser landet, was machen wir da jetzt? Ist das disqualifiziert, weil er gesplieft wurde? Was machen wir da jetzt? Aber das Ding ist halt, Fragger Banane ist noch am Leben. Und Fragger Banane ist, glaube ich, ziemlich fair unterwegs hier. Der Mann chillt immer noch auf der Statue. Fragger Banane, sag mal ehrlich, hast du gecheatet? Okay, nein, ja. Ich bin gar nicht sicher, welche Frage was zählt. Achtung, Fragger Banane, Achtung! 101-101 Situation. Wir hatten, glaube ich, noch nie so ein langes 1 gegen 1 gegen 1. Fragger Banane, in 10 Sekunden ist er, glaube ich, hier tot. Hat keine Waffen dabei. Das Einzige, was er hatte, waren seine 5 Bandos. 3, 2, 1 und tot. Ja, und jetzt ist halt eigentlich ein 1 gegen 1 zwischen den beiden, weil es war kein Regelbruch, dass er da runtergegangen ist. Er wurde gerade gespleased und ist lucky im Wasser gelandet. Ich würde es einfach gelten lassen. Meine Entscheidung ist, wir lassen es einfach gelten und wir lassen es jetzt einfach in einem 1 gegen 1 enden. Wäre schon lustig, wenn er jetzt einfach daneben springt, oder? Naja, okay, Gott sei Dank. Es sieht so aus, als wäre er in 4 Sekunden tot. Er hat nicht gelootet. Rapsach ist tot und somit gewinnt Prime Quest die zweite Runde. GG's. Das war die respektloseste Runde mit 100 Spielern auf der Statue obendrauf. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die geheime dritte Runde. Okay, Runde 3. Diesmal geht es auf den geheimen dritten Spot. Und der ist tatsächlich gar nicht so geheim, sondern es ist Brawlers Battleground. Ihr seht schon da, wo halt die meisten Leute hinfliegen. Das ist ziemlich logisch, wo der Spot ist. 87 Leute in Brawlers Battleground. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Ist ein sehr guter Spot. Hat sehr viel Loot, sehr viele Kisten, sehr viele Floor Spawns. Hat auch wieder eine Münze. Mal schauen, ob die irgendjemand holen probiert. 87 Leute. Wir bleiben auf Olga Onion drauf, der nämlich die erste Waffe hat oder auch nicht, weil Lord Mario ihm die Waffe klaut. Oh, Lazy Dinosaurier. Wir finden gepumpt, tot an Freddy. Freddy jetzt mit 22 HP. Die Stadt ist komplett überflutet wieder mit Gegnern. Freddy holt sich Mini-Mehr-Stash jetzt hier komplett tot. Rabauke verändert jetzt erst. Oh, hier wird sich ein bisschen außerhalb gecampt. Ist smart. Pavo auch noch jetzt hier im Leben. Oh, ohne Pegs wird ein bisschen gefightet. Oh, da werden ein paar Bäume sogar ausgespielt. Oh, Cringe landet jetzt hier drauf mit der Waffe. Und holt sich den nächsten Kill. Hat sogar Flügel. Der hat sehr guten Loot. Oh, sieht aber den Gegner, der im Baum ist. Neben ihm nicht. Oh mein Gott, ist das los. Er weiß aber, dass über mir jemand ist. Oh mein Gott, er checkt's nicht. Es sind schon wieder 20 Leute gestorben. Oh, da wurde. Oh, nice Versteck. Aber gut gesucht von Cringe. Oh, der ist an der Voll nämlich gestorben. Ich hab's genau gesehen. Er ist so runtergeploppt, der Arme. Oh, es landen jetzt noch Leute. Okay, auch interessant. Okay, wir haben zwei Leute, die sich nicht dran halten, aber das ist ja eh so wie immer. Das ist in Ordnung. Locker Jojo auch noch am Leben jetzt hier. Sitzt jemand unter der Treppe neben ihm? Warte mal. Nein. Oh mein Gott. Eingesperrt. Warte mal, da ist jemand drin. Oh nein. Tot. Oh, Locker Jojo, den nächsten. Gegen Stille Ente. Okay, gehen den Fight nicht ein. 37 Leute nur noch am Leben. Fragger Banane, sehr guter Skin. Sehr, sehr guter Skin. Oh, auch ein gutes Versteck. Oh, Banane hier auch noch. Oh, Julian, sehr... Ja, Julian, du mockst wirklich. 14 HP.
Das mockt sehr krass. TikTok auch wieder dabei, der Gewinner von der ersten Runde. Mal schauen, ob er sich vielleicht jetzt hier nochmal einen Win mitnehmen kann. Oh, wir hören irgendwo einen Fight. Oh, stille Ente tot an Lockerjojo. Wie viele Kills hat Lockerjojo schon? 4 Kills auch schon. Stark. Oh, was haben wir hier? Emanuel gegen Retail Swan. Freunde, wer macht den ersten Kill? Komm, mach die Treppe auf. Komm. Wer macht die Treppe als erstes auf? Na komm. Oh mein Gott, seine Waffe ist leer. Oh mein Gott, das war gepopelt. Oh, er wird instant abgeklaut. 29 Leute noch am Leben. Joker holt sich den nächsten Kill. Und wir sehen, die erste Zone ist sogar außerhalb von dem Spot. Heißt, das könnte ziemlich schnell vorbei sein, die Runde. Top 27 jetzt schon. Simon Klepp ist hier ganz in der... Alter, der ist in der ganz komischen Ecke drin. Oh, Mini Malibuka, das ist eigentlich nicht erlaubt. Theo gegen Malibuka auf dem... Ja, komm, kill ihn. Kill ihn, weil er mit dem Motorrad rumfährt. Einmal hinten. Einmal hinten, Theo. Sehr gut, Theo. Aber jetzt muss irgendjemand Theo töten, weil das ist auch gegen die Regeln. Kill ihn da unten. Schnapp in die Box, Junior. Komm. Rechts unten, rechts unten, rechts unten, rechts, 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 rechts. Ja, ja, da unten, da, 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 da. Ja, genau, vor dir. Schnapp in dir. Bitte. Kill ihn. Und wir sehen, die Zone ist da. Die Zone ist da. Jetzt wird spannend. Er will replacen, er will replacen, er will replacen. Okay, wir gehen weiter. Was haben wir hier? Oh, Schulz Fanboy gegen Joker. Und holt sich den Kill. 41 AP. Muss aber aufpassen. Nehmen ihm noch einen Gegner. Pump ist leer und damit sind wir in den Top 17. Slavi holt sich den Kill. Simon klebt auch noch am Leben. Theo jetzt auch noch am Leben. Er hat keine Metz. Wir gehen weiter. Oh, Prime Quest holt sich den vierten Kill schon wieder. Locker Jojo probiert jetzt hier seinen fünften Killing wo zu machen. Hat aber auch sehr wenig AP. Und wir sehen, bei den Jungs unten geht's ab. Und Box bei Julia hat nach 10 Minuten Fight endlich Theo gekillt. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Prime Quest auch noch am Leben. Markus, cool. Ist komplett im anderen Eck der Map. Perfekt. Sehr gut. Tim will win. Was haben wir hier? Irgendwer macht hier Dingsbums. Wir machen hier Blitz. Simon Klepp tot. Top 11. Wir kommen schon langsam in die Top 10 rein. Toxic Vivi noch gar nicht gesehen. Was geht hier so ab? Hat einen Mackin in der Hand. Das habe ich genau gesehen. Sehr gut. Wir sind offiziell in den Top 10 angekommen. Oh, die Bots kommen, glaube ich, zu Locker-Jojo. Weil sie hat nur raus, wer das meiste Kühlenhilfe hat. Ich bin gespannt, ob wir noch einen Fight sind oder ob jetzt alle nur noch Heal-Off machen werden. Oh mein Gott, die Feste sind big. Oh mein Gott, die Feste sind so big. Ey, wenn Prime Cat das jetzt wieder gewinnt, ne? Das wäre ganz verrückt. Back-to-back-Win? Oh, Angel jetzt hier im Rumlauf hat vielleicht kein Greenleaf mehr. Oh, Chufel jetzt auch im Rumlaufen. Die Leute fangen an rumzulaufen und das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass sie sehr wenig bis gar kein Greenleaf mehr haben und probieren noch irgendwo in irgendwelchen Ecken Bandos, Medkits, irgendwas zu finden. Ich glaube, in 10 Sekunden ist das Ding hier durch. 3 Sekunden und ciao, ciao. Und wir sind hier vorne. Locker Jojo jetzt gegen Chan-FN. Boah, schöner Bombpump. Und somit sind wir in den Top 5. Gegen Locker Jojo, der jetzt hier nochmal alles versuchen will. Er gönnt Quers nicht den Back-to-Back-Win. Oh, das war gar nichts. 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 Das war gar nichts. Der kriegt alle Kills gegiftet. Der bekommt alle Kills gegiftet. Und Ale stirbt in der Zone. Und Markus ist wo ganz anders. Prime Quers gewinnt Back-to-Back die Runden. GG's im Chat. Das hätte ich gar nicht mitgerechnet. Geiler Abschluss. Back-to-Back-Win. Gut gemacht, Prime Quest. Richtig geil. Gut, Freunde, das war's mit dem Video. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn das so war, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Follow da. Ist kostenlos, kostet nichts. Ist geiler Support. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.